Morgenbesprechung bei Easy Taxi in Blankenfelde. Dass Ulrich Möhring mehrere Fahrer auf einmal trifft, ist die Ausnahme. Normalerweise fahren sie bei Schichtbeginn direkt los. Und manchmal sind sie recht flott unterwegs. Manche Fahrgäste haben Angst, wenn man da schneller als 160 fährt. Wir bleiben bitte auf den Autobahnen bei 140. Und ansonsten halten wir uns an die Regeln, so wie die Straßenverkehrsordnung vorsieht. Dass die Fahrer das machen, weiß Ulrich Möhring genau. Und auch, ob sie die bestmögliche Strecke nutzen. Das verrät ihm das Display in der Firmenzentrale, auf dem die Position aller Fahrzeuge zu sehen ist. 7 Taxen und 3 Kleinbusse für Sammel- oder Krankentransporte betreibt das Unternehmen, wobei klassische Taxifahrten an Bedeutung verlieren. Das Taxigeschäft ist ja sehr eingebrochen und wir sind immer noch nicht bei 50% von den Vor-Corona-Taxi-Umsätzen. Deshalb machen wir augenblicklich mindestens 70% mit Krankenfahrten. Damit ist Easy Taxi kein Sonderfall. Die Zahl der Krankentransporte nimmt deutschlandweit seit Jahren zu. 2019 gaben gesetzliche Krankenkassen für Fahrten mit Taxis und Mietwagen 1,3 Milliarden Euro pro Jahr aus. Und mittlerweile dürften es noch mehr sein. Marianne Kugler ist Stammkundin. Easy Taxi bringt sie regelmäßig zur Dialyse nach Ludwigsfelde und später wieder nach Hause. Es ist ja nicht jeder Tag gleich. Geht ihnen denn auch nicht so gut manchmal. Aber es ist schon schön, dass wir dann hier gefahren werden und uns nicht noch selber um irgendwen kümmern müssen, der uns abholt. Eine Win-Win-Situation könnte man denken, für Patienten wie für Taxiunternehmen. Das Problem dabei, die Krankenkassen zahlen nur 1,75 Euro pro Kilometer Fahrtstrecke. Das liegt deutlich unter dem Tarif für normale Fahrten und ist viel zu wenig, sagt Ulrich Möhring. Ausgehandelt hat den Tarif der Taxiverband mit den Krankenkassen. Und dort ist eben halt schlecht verhandelt worden, weil für 1,75 Euro kann man diesen Transfer nicht stattfinden lassen. Zumal ja auch ein Gutachten sagt, wir sind bei 2,20 Euro. Warum sollte es plötzlich für 1,75 Euro gehen? 1,75 Euro ist ja weniger, als der Taxitarif im Jahr 2015 war. Beim Taxiverband Berlin-Brandenburg kennt man das Problem und wirkt etwas hilflos. Früher hätte es ja nie Probleme gegeben. Während jetzt, nachdem wir also die Mindestlohnerhöhung hatten und sich auch in anderen Bereichen die Preise massiv erhöht haben, wir dann eben auch die Tarife anpassen mussten. Und da sind die Krankenkassen in der Form nicht mitgegangen, wie wir das uns vorgestellt haben. Wir haben dazu verhandelt. Und im Moment ist die Situation so, dass es zu Verlusten führt. Ulrich Möhring macht das sauer. Er versucht, Kollegen, Presse und Politik zu mobilisieren, damit die Tarife angepasst werden. Auch bemüht er sich, durch guten Service zu punkten. Und dazu gehören moderne, gepflegte Taxen. Der Kunde zahlt denselben Preis, ob der in ein total sauberes Auto steigt oder in eine Mistkarre. Und das geht nicht. Deshalb ist für mich ein sauberes Taxi selbstverständlich. Denn es gibt sie ja schon noch, die langen und lukrativen Fahrten, zum Beispiel zum BER. Am Flughafen trifft Möhring dann auch auf Mietwagen von Bolt, Uber und Co. Anders als in Berlin, wo viele ohne Konzession unterwegs sind und die Preise ruinieren, sind sie in Teltow-Fleming kein Problem. Doch ein anderes hat Ulrich Möhring mit dem Berliner Kollegen gemeinsam, den Personalmangel. Erleichtert wird der Einstieg, weil die Ortskundeprüfung weggefallen ist und nur noch eine Fachkundeprüfung kommen soll. Die ist aber noch nicht ins Leben gerufen worden, sodass es also Neulingen in dieser Branche leichter fällt, den Personenbeförderungsschein machen zu können. Aber dadurch, dass der Taxifahrer und Mietwagenfahrer ebenfalls im Niedriglohnsegment agiert, ist es natürlich schwer, dort Fahrer zu finden, weil die möchten natürlich gerne andere Entgelte haben. Aber viel mehr ist bei den aktuellen Tarifen nicht drin. Gleichzeitig verbieten sich massive Preiserhöhungen, denn die könnten viele Kunden nicht mehr stemmen. Der Lösungsvorschlag des Taxiverbandes. Dass man vielleicht auch mal daran überlegt, die Regionalisierungsmittel mit einzusetzen. Regionalisierungsmittel heißt ja, sind ja dazu da, eben die Preise mit zu stützen. Sonst könnten wir ja keinen Zug, keine Bahn, keinen Bus, nichts bezahlen. Anders gesagt, staatliche Subventionen für die Branche. Ulrich Möhring hält davon nicht viel, fordert auskömmliche Tarife, auch und gerade von den Krankenkassen. Er versucht, sein Geschäftsfeld zu erweitern, bietet auch Schüler- und Sammelfahrten an, so wie hier für Produktionsmitarbeiter einer Firma in Genshagen.
was er sich generell wünscht. Ich denke mal, dass man auch das Tätigkeitsbild des Taxi- oder Mietwagenfahrers stärken könnte. Weil viele belächeln dann den einen oder anderen Fahrer doch ab und zu mal, obwohl es ein Beruf wie jeder andere ist. Die kleinen Lichter, die Helfer des Alltags, werden nicht so richtig wahrgenommen. Und da zählen wir uns natürlich mit dazu, dass da von seitens der Politik vielleicht auch mal jemand sagt, das sind ganz normale, honorige Jobs. Mehr als 53.000 Taxiunternehmen gibt es in Deutschland. Sollte sich nichts ändern, dürften es bald deutlich weniger sein. Mit allen Konsequenzen, auch und gerade für die Mobilität im ländlichen Raum.